Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, ich bin's leid. Ich habe geguckt, was ging, und ich werde jetzt einfach mal versuchen, rauszugehen. Ein Flur mit einer Treppe am Ende. Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Was zum... Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Was? Was zum Teufel war das denn? Oh mein Gott, das ist doch das... Das ist das Haus von dieser... Von dieser Tante, wo wir im ersten Teil waren. Hallo? Ja, wir sind angekommen. Es ist schön hier. Alles genau, wie Sie gesagt haben. Nein, Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich weiß, der Mann war nicht so nett zu mir. Aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Ja, ich pass auf. Tschüss. Bitte, Bobby. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Oh, ich kann nicht sitzen. Da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Da unten sitzt Bobby. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Pass auf. Pass auf, Falle. Setzen wir da drauf. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Wackelt etwas. Aber die Stuhllehne stützt den Kopf. Packen wir das Laken da drüber. Das geht auch, weil dann sieht er das nämlich eigentlich nicht, dass wir das halt sind. Gar nicht schlecht. So, und jetzt machen wir auch das. Genau. Und damit können wir den hierher locken, weil das nämlich ein Geräusch macht. Oder er sieht das zumindest. Und dann kommt er hier rein und wir können hier bam und dusch und ka. Ja, ja, Bobby. Komm nach oben. Komm nach oben. Okay, jetzt gilt es schnell zu handeln. Hallo? Alles okay? Tut mir leid, aber du lässt mir keine andere Wahl. Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. Ja. So, und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Ja gut, hier war ja eh nichts mehr drin. Er ist immer noch bewusstlos. Und gefesselt. So, wir gehen jetzt erstmal raus. Hoffen wir, dass Tom nicht ausgerechnet jetzt vom Einkaufen zurückkommt. Und dass es nicht allzu weit bis zum nächsten Ort ist. Das hoffe ich auch. Wo war das Schloss nochmal? War das nicht in Wales? Nein. Das Auto scheint den Sturz gut überstanden zu haben. Da können wir auch direkt nochmal mitnehmen. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. So, Banner. Irgendwelche Banner oder Flaggen. Seltsam, dass man die nicht mitgenommen hat. Normalerweise stehen diese Dinger doch für Tradition und Geschichte. Und die möchte jemand, der in einem Schloss lebt, doch bei sich haben. Andererseits, wenn man alles hinter sich lassen möchte, dann vermutlich als erstes diese Dinger. Brotpapier? Bobby muss ein Butterbrot gefuttert haben. Da liegt noch das Einwickelpapier. Können wir mitnehmen? Mobiltelefon?
Das ist ein ziemlich altmodisches Mobiltelefon. Die aktuellen wiegen nur noch gut ein halbes Kilo und sind höchstens 20 Zentimeter lang. Ich könnte die Polizei anrufen, klar, aber was soll ich denen sagen? Hilfe, Hilfe, ich wurde entführt und sitze nun in einem Haus irgendwo in England? Oder vielmehr vermutlich irgendwo in England. Nach allem, was ich weiß, kann ich auch in Dänemark oder Indien sein. Ich brauche erstmal weitere Informationen. Da ist der Ausgang. Porträt. Wer mag das wohl gewesen sein? Der Schlossherr? Ekelhaft. Ich hasse das. Schon komisch, dass sich manche Leute gern Leichen an die Wand hängen. Genau, genau so sehe ich das auch, ja. Ich finde sowas in Edelstahl hier so wirklich als Deko, finde ich sowas richtig toll. Aber ich würde mir nie so einen richtigen Hirschkopf, so einen ausgestopften oder überhaupt so ein ausgestopftes Tier irgendwo in eine Wohnung stellen. Ich sehe das genauso wie er. Das sind für mich Leichen, also es ist echt... In Evil Dead fand ich solche Hirschköpfe ja noch komisch. Ja. Aber der hier ist stumm und hat nichts mehr zu lachen. Evil Dead, ja. Dieses Schloss dürfte etliche 100 Jahre alt sein. Man wird es früher nur über Kamine beheizt haben. Vermutlich führt der Schornstein durch mehrere Räume, sodass er überall Wärme abgeben kann. Es sieht nicht so aus, als hätte hier kürzlich ein Feuer gebrannt, aber da liegen noch verkohlte Holzstücke im Kamin. Ich nehme eines der kleineren Stücke. Bäh, jetzt sind meine Finger schwarz. Ja, du wirst es überleben. Da haben wir eine Truhe. Eine aufwendig geschnitzte Holztruhe. Ob darin meine Sachen sind? Hm, verschlossen. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Ab. So ist es. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Solche Zahlenschlösser gibt es meines Wissens nach noch nicht so lange. Man muss die richtige Kombination aus drei Ziffern eingeben. Nur, wie lautet sie? Ich kann nicht einfach herumprobieren. Ist ja gut. Dann schauen wir uns halt den Flügel an. Das Klavier scheint mir mindestens 100 Jahre alt zu sein. Mom hätte ihre Freude daran. Sie konnte gut Klavier spielen. Ich spiele überhaupt kein Instrument. Und wenn, dann würde ich eher Bass in einer Grunge-Band spielen als Klavier in einem Schloss. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Abgesehen davon, dass ich es vermutlich auch nicht könnte. Moment mal. Die Kreise sind Vertiefungen im Holz. Das heißt, ich müsste sie mit dem Stück Kohle aufs Papier pausen können. Hat gut funktioniert. Man kann sowohl die Kreise als auch die Linien gut erkennen. Jep, Noten. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Probieren wir es aus, ne? Wenn das wirklich Noten sind, fehlt ein Anfangspunkt. Vielleicht kann man irgendwo anfangen und muss nur die relative Höhe der Noten zueinander beachten. Okay. Lass mich mal überlegen. Das war's. Ich glaube, ich habe keine Fehler. Hä?
immer derselbe Ton. Entschuldigt, dass ich jetzt gerade in dem Moment nichts gesagt habe, aber ich war halt ein bisschen konzentriert. Noten, klar, Noten lesen. Also es ging jetzt gerade um die Noten D, F, F, E, A, F, E, F. Und das D war halt die erste, also die erste Taste war ja nicht zu finden und da musste man halt das da halt umdenken und da musste man halt die weiße Taste unter dem, die unter dem M war dann, ja. Man hätte auch warten können, rein theoretisch, und hätte das dann auch so lösen können. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, probier's es. Also versuch's einfach mal dein Glück, ne? Das ist so, Noten lesen kannst du ja, also komm. Mach's einfach mal. Am Moment muss ich einen Schluck trinken. Ja, Instrumente spielen ist schon was Schönes. Immer wieder derselbe Ton. Ja, jetzt ist, müsste nicht... Oh, warte mal, ist etwas auf, ist nicht was aufgegangen? Nö. Ach, jetzt habe ich nicht mehr... Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt kann er jetzt im wieder... Das war doch richtig. Ich muss das nochmal machen, Leute. Sorry, aber ich habe da, glaube ich, gerade was überhört oder so. Also fangen wir nochmal an. D. So, und dann müssten wir... F, F, E, A, jetzt habe ich mich verhaspelt, scheiße. Oh, ich habe ein Klavier, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Noten lesen ist ja kein Problem, ne? Aber bei mir ist es Gitarre und Cello und nicht Klavier. Also ich weiß das nur von einem Kumpel. Der kann nämlich Klavier spielen. Muss jetzt raten. Ja, das ist das D. Dann ist das F, F. Dann, nee, dann erst E, dann das A. Dann wieder das F, das E und das F. Okay, wir haben... wir haben jetzt dreimal das E gehört und zweimal das D und dann haben wir noch das G gehört. Das heißt, das müsste jetzt, also das heißt, also 3, 2, 5. Dreimal das gehört, zweimal das, fünfmal das. Das heißt, wir haben jetzt, das jetzt stimmt, ne? Muss ich sofort meinen Kumpel anrufen und denen sagen, dass ich doch nicht so ganz doof bin. Haha, wie geil. Klingt, als hätte sich was getan. Wunderbar. Ach, mein Gott, ich habe heute so einen Brand. Ich habe vorhin was zu essen bestellt. Muss ja auch mal sein, ne? Und oh, ich habe Pizza. Ich esse eigentlich nicht gerne Pizza. Aber ich hab da einen guten, des, also wenn ich irgendwo Pizza esse, dann ist die Pizza da wirklich gut. Und dann ist es lecker mit Käse im Rand und so. Ich habe auch nur die Hälfte geschafft, aber immer wenn ich Pizza esse, habe ich so einen Brand danach. Ihr hört mich wahrscheinlich trinken und wahrscheinlich auch aufstoßen. Die Kombination war richtig. Was sagt's denn? Das ist mir egal. Sind ja meine Sachen. Das ist es, ist fast alles egal. Da. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr.
Das würde ich so nicht sagen, ey. Die Klamotten, die du immer verwickelt wirst, ne? Dann können wir jetzt eigentlich gehen, oder? Ich glaube nicht, dass mir das Klavier noch einmal weiterhelfen wird. Ich könnte die Polizei oder viel mehr. Okay. Ja, wir sind in dem Schloss. Es ist wahrscheinlich verlassen worden, weil wir haben ja... Na toll. Wir wussten ja aus dem ersten Teil, dass es immer weiter in den Sumpf sinkt, ne? Wunderbar. Ich bin mitten im Nirgendwo. Und das nächste Haus könnte kilometerweit entfernt sein. Und jeden Augenblick kann Tom zurückkommen. Ich glaube, ich sollte zuerst versuchen herauszubekommen, wo ich bin. Sollte Tom zurückkehren, kann ich mich immer noch in die Büsche schlagen. Nur dieses eine Fenster wurde vernagelt. Die anderen Fenster blieben ungeschützt und sind daher größtenteils zerbrochen. Es sieht aus, als wären die Bewohner in Eile ausgezogen. Oder als wäre es ihnen egal gewesen, was mit dem Schloss passiert. Was für eine Bruchbude. Das Schloss sieht aus, als würde es seit mindestens 10 Jahren einen Krieg gegen die Natur führen. Und verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nochmal jemand einzieht. Alles ist heruntergekommen und verwildert. Und der Junge? Tatsache, da sitzt ein Junge. Oh mein Gott. Wie unheimlich ist das denn bitte? Wer immer der Knabe auch ist, seiner Kleidung nach zu urteilen, hat er nicht damit gerechnet, einmal in einem Sumpf zu stehen. Nicht mehr lange und auch an der Stelle wird nur noch ein grünes Pflanzenmeer zu sehen sein. Ein traumhaftes Biotop für Frösche und Sumpfpflanzen. Aber so war das bestimmt nicht geplant. Es riecht verfault und etwas stickig. Vermutlich verrotten die Blätter der Bäume im Wasser. Da sitzt tatsächlich ein Junge, krass. Der Junge ist um die 12 Jahre alt, schätze ich. Sieht aus, als würde er mich beobachten. Hey, Junge! Ich weiß, dass du da bist. Komm schon, ich tu dir nichts. Das könnten sie auch gar nicht. Ich bin viel zu schnell für sie. Wenn du das sagst? Ich bin Darren Michaels, ein mächtiger Physikstudent. Ich bin Van Helsing. Der Vampirjäger. Ich hatte sie immer für älter gehalten, Sir. Kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Was ist das für ein Schloss? Hä? Das ist das alte Gordon-Anwesen. Die Gordons? Aus Willow Creek? Willow Creek? Keine Ahnung. Sir Richard und Lady Eleanor haben hier früher mal gewohnt. Und wo genau sind wir hier? Wo schon? In Wales. In Wales, hatte ich recht. Toll. Hast du die beiden Männer gesehen, die sich im Schloss einquartiert haben? Ja, fiese Typen. Allerdings. Der eine hat mich verjagt. Hat gesagt, er würde die Polizei rufen, wenn ich mich hier noch einmal blicken lassen würde. Das hätte er bestimmt nicht getan. Die Frau war viel netter. Die Was Frau? Für eine Frau? Die Hübsche. Aha. War vor ein paar Wochen hier, hat hier herumgeschnüffelt und mich nach dem Gartenhaus und dem Labor ausgefragt. Irgendwann ist sie dann wieder weg. Sie hat Blutkonserven mitgenommen. Seltsam. Hat sie ihren Namen gesagt? Oder was sie damit anfangen wollte? Sie braucht das Blut für eine Forschungsarbeit, hat Angelina gesagt. Was? Was? Für eine Forschungsarbeit. Vielleicht ist sie auch Vampirjägerin. Wie sah die Frau aus? Wie eine Frau eben. Hübsch. So? Sah sie so aus? Ja, das ist sie. Aber sie hatte lange blonde Haare, als sie hier war. Damit hat sie mir viel besser gefallen. Lange blonde Haare. Und wann war sie hier, sagtest du? Das war noch vor meinem Geburtstag. Vor 4 Wochen etwa. Lange bevor wir in Biddeford zufällig ineinander gelaufen sind. Zufällig? Was genau hat die Frau gemacht, als sie hier war? Hat sich das Schloss angesehen. Und das Gartenhaus, das ganz besonders. Weißt du, was sie da gemacht hat? Was gesucht. Und sie hat versucht, ins alte Labor zu kommen, glaube ich. Irgendwann hat sie es aufgegeben. Und beim Grabmal im Sumpf weitergesucht. Ich musste nach Hause, weil es schon dunkel wurde. Als ich am nächsten Tag zurückkam, kam sie gerade aus Richtung Gartenhaus an mir vorbei. Sie hatte so einen Blutbeutel in der Hand und war ganz glücklich. Und dann ist sie weggefahren.
Was ist das für ein Gartenhaus? Ein ganz kaputtes. Da hat es mal eine Explosion gegeben. Echt? Ja, ist schon lange her. Mein Vater sagt, der alte Sir Richard ist bei der Explosion gestorben. Er hat im Gartenhaus sein Labor. Er war Wissenschaftler. Ich glaube, er war ein Vampir. Tatsache? Klar, er hat mit Blut herum experimentiert. Wer macht schon sowas? Vielleicht hast du recht. Und nach der Explosion wurde das Schloss aufgegeben. Kann sein. Das ist schon 10 Jahre her. Solange ich hierher komme, war das Schloss immer leer. Ich habe im Schloss Spielzeug gesehen. Ist das deins? Ja, all meine tollen Sachen. Und mein Auto. Das habe ich erst zum Geburtstag bekommen. Aber seit diese Männer da drin sind, traue ich mich nicht mehr rein. Das ist auch besser so. Die sind gefährlich. Sind es Werwölfe? Nein. Aber sie haben mich entführt. Cool. Hör mal, Van Helsing. Kannst du mir einen Gefallen tun und aufpassen, ob das Auto und der andere Mann zurückkommen? Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen und ich brauche einen Speer. Aber klar, mir entgeht nichts. Ausgezeichnet. Können wir Ihnen danach dann auch das Auto bringen? Das kann doch unmöglich ein Zufall sein. Angelina schnüffelt auf dem Grundstück eines Gordons herum. Und in Biddeford entdecke ich eine Verbindung zu eben dieser Familie. Hat Angelina mich angelogen? Die Frage ist nur, hatte sie einen guten Grund dafür oder arbeitet sie für den Orden? Das könnte ich sein. Ich kann nicht weg hier, bevor ich nicht ein paar Antworten gefunden habe. Das könnte es sein. Sie arbeitet für den Orden. Und sie suchen ihn. Und ich schwöre, bleib immer noch bei dieser Schlussfolgerung, dass er ein uneheliches Kind von Samuel ist. Und das damals halt vom Schloss weggebracht wurde, weil sie dachten, Samuel wäre am Rad gedreht wegen dem Feuer und alles drum und dran. Ich möchte dafür, oder sonst irgendetwas, ich möchte dafür wetten. Ja, und jetzt suchten die, weil ja eigentlich Samuel ist ja tot, hat ja den Selbstmord begangen, um den Fluch ja aufzuhalten. Und der Orden hat jetzt keine andere Wahl, als jetzt das verschollene Kind zu suchen und das wieder zurückzubringen, damit Mordred freikommen kann. So stelle ich mir das vor. Das könnte früher mal ein Turm gewesen sein. Oben war die Prinzessin eingeschlossen und wartete auf ihren strahlenden Ritter. Wer weiß, was jetzt dort wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da etwas Interessantes drin ist. Aber von hier aus komme ich nicht rein. Der liegt schon ewig da. Ein Wasserschlauch, mit dem man früher vermutlich den Garten gesprengt hat. Der ist kaputt. Hier ist ein Riss von bestimmt 1 Meter Länge zu sehen. Vermutlich stand im Winter Wasser im Schlauch und als es gefroren ist, ist der Schlauch geplatzt. Ach so, passiert sowas. Ich habe mich immer gefragt, wie Schläuche das passiert. Waren bisher immer recht nützlich. Hoffentlich ist das bei dem auch so. Ein völlig verdreckter Wasserhahn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er funktioniert noch. Ein zwar alter, aber immer noch funktionstüchtiger Wasserhahn. Was brummt denn hier so? Das Haus oder das, was davon übrig ist, ist nicht so alt wie die anderen Ruinen hier. Außer den verkohlten Stellen an dem Gemäuer kann ich nichts Interessantes erkennen. Irgendwas brummt hier. Diese Mauer ist sicherlich genauso alt wie der Turm. Und genauso baufällig. Ich sollte mich von ihr fernhalten. Die einzige Funktion der Mauer scheint das Tragen des Tores zu sein. Ich will sie nicht dabei stören. Ach, je. Da hat entweder jemand versucht, in der Einfahrt zu wenden, oder die Mauer ist aus Altersschwäche eingestürzt. Hinter der Mauer beginnt eine Art Burggraben, vielleicht 4 bis 5 Meter tief. Da unten gibt es nur Steine und Gerümpel. Vielleicht auch noch ein paar Fundstücke aus dem Mittelalter. Schwerter, Rüstung und solche Dinge. Aber da sollten sich Archäologen drum kümmern. Ein Wasserspeier. Das Becken ist randvoll mit Wasser gefüllt. Vermutlich ist der Ausguss verstopft, sodass das Regenwasser nicht mehr ablaufen kann. Nö, kann ich nicht mehr. Ich kann jetzt nur noch nach hinten gehen. Kann hier auch nichts mehr drücken. Ein Baum versperrt den Weg.
aber ich schätze, ich könnte über den Stamm klettern. Okay. Wow. Jetzt auch nicht, wir versinken im Sumpf. Oh, verflucht! Das hätte auch ins Auge gehen können. Definitiv, ey. Es scheint hier zum Glück länger nicht geregnet zu haben. Deswegen ist der Morast verhältnismäßig trocken und hart. Sonst wäre ich tiefer versunken und hätte mich wohl nicht alleine befreien können. Es scheint hier zum Glück länger... Sonst wäre ich tiefer... Okay, das können wir irgendwie benutzen. Flaschenzug. Ein Flaschenzug, von Wind und Wetter gezeichnet. Aber er funktioniert noch. Mitnehmen. Sieht nützlich aus, nehme ich mit. Gruftstatuen. Gucken wir uns erstmal die Statuen an. Die Statuen zeigen verschleierte Frauen, die um die Toten trauern. In ihren Büchern steht... nichts. Drei sehr ähnliche Bäume. Alle etwa armdick, 3-4 Meter hoch und ziemlich windschief. Die Bäume haben erst ziemlich weit oben die ersten Äste. Und so gut wie keine Blätter. Es geht ihnen eindeutig nicht gut. Aber sie sind trotzdem deutlich zu dick, um sie abzubrechen. Die Bäume... Aber sie sind trotzdem... Ist das etwa auch ein Grab? Nein. Wohl eher etwas wie ein Wasserbecken. Auf der Wasseroberfläche schwimmt zentimeterdick Entengrütze. Ein Monolith? Ein Grabmal. Dahinter stehen noch weitere. Vielleicht eine Art Familienfriedhof? Keines der Gräber sieht aus, als wäre es in den letzten Jahren dazugekommen. Die meisten Steine dürften seit Jahrzehnten so dastehen. Ein Wunder, dass die Treppe noch nicht in sich zusammengestürzt ist. Ein Fuß würde ich trotzdem nicht auf sie setzen. Hier ist der Boden überall extrem weich. Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Dieses Gebäude ist wohl das einzige, das noch betreten werden kann. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Eigentlich ein wildromantischer... Okay, kann man irgendwas mitmachen? Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das scheint aber auch schon ein paar Jahre her zu sein. Die Decke ist teilweise... Der kleine Van Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Oh. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus. Angelina hat den Sarkophag geöffnet, so viel ist klar. Aber warum? Ich weiß nicht, warum Angelina den Deckel vom Sarkophag gehoben hat, aber sie hat es getan. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Der Deckel muss etliche 100 Kilo wiegen. Angelina hatte bestimmt im Gegensatz zu mir die passende Ausrüstung dabei. Könnte Poseidon sein. Zumindest hält die Statue einen Dreizack in der Hand. Eine Steinfigur, die eine Waagschale hält. Die Schale ist leer. Musste man da nicht Erde reintun? Ich weiß gar nicht mehr, wie das alte Ritual war. Da liegen war. Zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. Mitnehmen. Die Gurte sind aus einem reißfesten Gewebe. Die halten einiges aus. Diese Steinstatue ist mit Moos bewachsen, wie die anderen auch. Sie trägt einen Schild aus Metall. Ungewöhnlich. Oh, der Schild wurde seit Jahren nicht bewegt. Falscher Alarm. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheimgänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich.
Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Maden. Ja, ja. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das müsste eigentlich funktionieren. Mit dem Flaschenzug. Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen, an dem ich den Flaschenzug aufhängen wollte. Ein guter Plan. Leider hat die Sache keinen Haken. Ach ja. Ist ja gut. Muss ja nicht gleich wieder so pissig werden, ey. Okay, Metallstange. Die Gurte könnten den Deckel bestimmt tragen. Und ich habe sie so angebracht, dass der Deckel nicht kippen kann. Die Gurte könnten den... Ich muss wieder ins Buch gucken. Mit Hilfe eines Drei-Box und eines Flaschenzugs lassen sich schwere Gewichte anheben. Drei-Box? Was ist ein Drei-Box? Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht die Bäume? Die Bäume haben er, aber sie sind trotzdem deutlich zu dick, um sie abzubrechen. Die Bäume, aber sie sind trotzdem... Was könnte ich denn machen? Ein Dreibock, was ist das? Was ist ein Dreibock? Ich komme gerade irgendwie nicht drauf. Ich muss noch einen Schluck trinken, ey. Ich muss mich sowieso verabschieden, Leute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.